Yo, 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 was geht? Folge Nummer 5. Yeah. Was geht ab? Heute das ganze Kater-Talk-Team am Start, alle hinter der Cam. Wir sind ein Jahr alt und 40. Ja, Mann. Hinter der Cam, ehrlich, vor der Cam. Ohne Scheiß, Folge 40. Ein Jahr. Ein Jahr alt, sehr nice. Wir haben zusammen alle angestoßen. Stoßt an, komm, nochmal hier, alle Gang. Leider leer, Freunde. Ignorierte Folge rein, witzige Mittel. Folge, gute Folge, sehr interessant, sehr alkoholistisch. Im Schnittprogramm. Fühl dich angestoßen. Wie Leon Kamera, Marcel Kamera, Nico und Marlon Idioten. Absolut. Viel Spaß. Haut rein, Spaß. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Peace, tschüss. Yesterday's price is not today's price. Yo, 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 was geht ab? Hello, ho. Kater Talk, Folge Nummer 40, Freunde. Yes, 40 und ein Jahr. 40 und ein Jahr, ja. Kater Talk wird ein Jahr alt. Geisteskrank, dass es einfach jetzt schon ein Jahr lang rum ist, wo wir genau auch hier saßen und das Ganze gestartet haben. Ja, so. Mann, zu zweit, nicht zu 18. Ja, Mann, heute mit dem gesamten Team, ultra nice. Ich habe richtig, richtig Bock. Ja, Mann. Und ja, Mann, kann man jeder kurz mal was sagen? Was geht ab? Hi. Ich bin Kader J. Vielleicht ist es der? Ja, okay. Das ist doch. Das ist dein eigenes. Ich bin Mauro. Easy. Das ist für dich. Also zur Linken. Ja, stell dich doch einfach mal vor. Ja, müssen, weil ja, du genau. Du bist echt der Neue. Ich wollte aber gerade anfangen mit dir. Ja, aber du bist doch der Neue. Ich war doch sogar schon mal in dem Kader. Du musst erstmal noch deinen eigenen Kader bekommen. Check. So. Hi, ich bin Leon. Ich bin eigentlich hinter der Kamera, nicht vorne. Ich bin 26 Jahre alt und ich gehöre jetzt zur Family. Yes, sir. Und mehr gibt es über mich eigentlich nicht zu wissen, außer ich mache alles, was man drucken oder mit Displays darstellen kann, Freunde. Also wenn ihr was braucht, Horner. Außer NPD-Plakate. Das auch, ja. Ja, man, das ist sehr, sehr nice. Also du bist ja vor, ich glaube, einem Monat, eineinhalb Monaten dazugestoßen. 30 schon. Zwei schon Monate? Paar, ja. Die Zeit fliegt übelst, Digga, das ist so geisterhaft. Wir sehen einfach schon wieder Juli, was ist. Ja, ja, geisterhaft. Und wir sitzen hier, wie ihr sehen könnt, alle vermummt halber, Alter. Also Marcel zumindest so. Es ist richtig kalt einfach. Es ja. Ist kalt, es hat, glaube ich, 15 Grad im Juli, ey. Bei mir ist das aber auch die Gründe, dass ich erst morgen zum Friseur gehe. Das ist echt geisteskrank, ja, Mann. Sehr cool, dass ihr auch alle am Start seid. Marcel, du warst ja. Ja, ich bin Marcel. Ich hatte schon mal einen Kater-Talk. Am liebsten würde ich das Video jetzt wieder löschen, so, weil keine Ahnung. Ich weiß nicht, ich fühle mich einfach unwohl vor der Kamera. Dankeschön. Aber deswegen bist du auch deswegen immer bin ich eigentlich auch hinter der Kamera. Ja. Der Leon kam dazu, der ist auch jetzt die zweite Perspektive sozusagen, weil die ihr jetzt mittlerweile seht. Und die natürlich die Qualität extrem angehoben hat, ne? Ja, safe auf jeden Fall. Also muss ich wirklich sagen so, also ich finde das Ganze hat es wirklich so geisteskrank geupgradet so. Safe. Upgraded. Das ist echt geisteskrank. Also es sieht so viel professioneller aus. Also ich habe es ja mit dir, Marlon, schon vor ein paar Wochen drüber gehabt. So, dass es, finde ich, also ich kenne keinen Podcast, wo so von der Optik her so nice aussieht. Klar, bei dir mit dem Color Grading so. Und auch diese zwei Perspektiven, ja, und dann diese so Leben rein, Digga. Das und dann diese zwei. Ich finde optisch zum Beispiel noch Max und Mo, kennt ihr den Podcast? Das sind aus Frankfurt. Mo Modusi und Max Koga, der MMA-Fighter. Die sind optisch ist auch sehr krass, der Podcast auf jeden Fall. Die haben auch ein sehr geiles Team auf jeden Fall. Okay, nice. Aber nicht so geil wie das Kader Talk Team. Freunde, wisst ihr Bescheid. Kader Talk Beste, ja, von alle. Keine Chance an die Jungs. safe nicht. Ja, und in der Mitte. Ich muss mich eigentlich gar nicht vorstellen. Unser Cutter? Cutter, nee, ich muss ich nicht vorstellen, auf jeden Fall. Safe. Heute das gesamte Team hinter der Cam, hinter den Mikros. Und ja, dann will ich mal kurz einfach mal starten mit dem Programm. Kurz. Yes, sir. Ja, klar. Starten wir wie immer in der Mitte. Wie immer in der Mitte? Das ist voll gelogen. Nein, Mann, Alter. Unsere Gäste fangen immer an und ja, okay, die sind stimmt, meistens stimmt, in der Mitte. Ja. Ja. Okay, ja. Weißer Air Force, wie immer eigentlich. Du hast noch nie in einem Podcast andere Schuhe an. Ja, ich habe generell selten andere Schuhe an. Dann so eine Jogger. Von Volt. Big. Auch immer. Ja, immer vertreten. Immer represent. Crewneck von Supreme. So ein bisschen pelzig. Sexy. Übelst nice, ja, Mann. Kater-Talk-Kette. Gang. Du bist Bescheid, ja. Gang. Keine Sonnenbrille. Hast du nicht gesehen? Also wartet, also es kommt auf jeden Fall noch was für euch. Also. Ich am Drippen schon. Ja. Safe, ja, Mann. Schick. Nice. Dann mach gerne weiter. Dann mache ich weiter. Ich trage unter den Füßen Doc Martens Stiefel, Levi's 501 Hose in Schwarz, schwarzes Basic Tee von Zara und Jacke von Ralph Lauren.
Sonnenbrille von Bottega Veneta und Schmuck so wie immer. Yes, sir. Marcel? Ich? Yes, sir. Ich trage die Nike Dunk High von Ambush Collabo. Eine Nike Jogger Track Pants, eine Under Armour Jacket und ein Balenciaga T-Shirt drunter, aber ist zu kalt, um auszuziehen. Ist halt echt zu kalt. Und was? Ah, und eine Off-White Sonnenbrille. Stabil, schön. Schön. Das ich? Du bist dran, ja. Ich habe eine gefundene, keine geklaute. Unterschied. Hm. Sonnenbrille aus der Venus von letzter Woche Freitag an. Geil. Ich hatte mal die gleiche, das Universum hat die weggenommen. Die gab es dazu wieder, also all good. Shit, Alter. Ansonsten, miese McLaren Hoodie, Formel 1 represent, ihr wisst, ich bin Rennfahrer. Hummel Jogginghose aus 2014. Und irgendwelche random Nikes, die ich in Freiburg in einem Snipes gesehen habe und dann ohne Marcel seinen Code zu benutzen gekauft habe. Direkt, boah, hätte ja keinen Prozent auf den Preis bekommen. James habe ich, keine Ahnung, Freunde, aber miese G-Shock an. Stark, yes, sir, nice. Thanks. Ich trage schwarze Laufer, Jeans Levi's 501, wie mit Kumpel hier. dazu einen grauen Zipper. Von H&M aus der Frauenabteilung. Frauenabteilung Big. Checkt's ab. Ohne Scheiß. Gibt's immer geile Fits und nice Sachen zu sneaken, wer's noch nicht also weiß. Meine Hose ist auch Frauen, by the way. So. Ich schwör. Wenn man in der Männerabteilung bei Nike kauft, sieht man aus, als würde man Leggings tragen. Und bei Frauen ist dann so. Ja, true, ist halt ja, echt so. Ist auch ja, echt. Okay, wie ist der Fit, Bro? Jetzt sei mal ehrlich. Ja, ich hab, also, das ist geisteskrank für eine Frauenhose. Ich hab dir letztes Mal schon gesagt, man, die Hose ist geisteskrank, wirklich. Ja. Und so schnapp. Also, Real Talk, Frauenabteilung echt mal abchecken so. Vor allem die Tangas und die BHs, man riecht alle dran. Dazu schwarze Trucker Cap, Brille von Ray-Ban und Schmuck so wie immer. Yes, sir. Drippy. Nice, man. Sehr schön. Geil. Dann, was ging am Wochenende? Wer will anfangen? Wer will vom Wochenende so viel erzählen? Wie immer. Was ging am Wochenende? Was passiert ist? Ey, also, was, ihr habt Deutschland doch auch geschaut irgendwo, oder? Ja, ja, stimmt. Samstag? Ja, doch. Ja. Samstag? Ja, Mann. Ja, im Vogel waren wir. Ihr wart zusammen zumindest. Zu zweit, gell? Genau, mit den üblichen Verdächtigen. Felix, Guru, meine Freundin, seine Freundin. Tim, Josh. Can war am Start. Echt geil, Abis. Geil. Ja, war eigentlich ganz geil. Also wir waren dann draußen, wir wollten eigentlich beim ZKM gucken. Aber weil das Wetter ja so schlecht angesagt war. Stimmt, ja, Mann. Ja, ich hab's mitbekommen. Der Stecker war nicht immer drin. Glaubst du, das hat aufgenommen die ganze Zeit? Ja. Das war auch schon letztes Mal, dachte ich mir auch. Okay. Erzähl weiter, ich hab den Faden verloren. Die ZKM, hast du gesagt? Wollten wir gucken. Nee, irgendwas anderes wollte ich sagen, aber ist ja. Okay, ja, also war geil. Geiles Spiel auch. Aber danach bin ich eigentlich direkt heim tatsächlich. Ja, aber ich glaube alle, gell? Ah ne, ihr nicht. Ja, viele sind danach heim. Ich bin danach noch für einen Getränk dann ins Café Susi. Aber ich muss auch an der Stelle sagen, also am Anfang war ja davon... Meine Schwester war dabei, muss ich auch noch kurz sagen. Stimmt, ja, man, Grüße gehen raus. Die wollte nämlich eigentlich zur Party kommen, die abgesagt wurden. Ne, kam extra dann, aber war es ja auch. Ja, ja. Also sie wäre so oder so gekommen, aber es hat dann so das Wochenende genommen, wo halt die Party ist. So. Ja, also, ja, okay. Ja, man... Ja, am Anfang war ja die Rede von ZKM. Ich habe ja, also wir haben ja alle zusammen das erste Frankreich-Spiel beim ZKM angeschaut. Ich fand eigentlich die Location ganz nice. Riesen Leinwand auch so. Aber ja, dadurch, dass halt echt das Wetter so ein bisschen mies angekündigt worden ist, haben wir uns für einen Vogel entschieden. Jetzt weiß ich es wieder, wegen dem Struggle in den zwei Gruppen. Weil wir, du hast über zwei so Gruppen dann kommuniziert, ja, ja, hinweg, so voll dumm. Das ja, müssten wir jetzt mal echt ändern, aber ja, sorry, das war's nur. Ohne. Ja, dann sind wir, also wir waren gezwungen halt relativ früh auch schon ins Vogel zu gehen, weil klar, wenn dann ein Deutschlandspiel ist, werden halt die guten Plätze relativ schnell weg sein. Deswegen sind wir dann schon auf das 18 Uhr Spiel hin, auf das Italien-Schweiz Spiel. Ja, und dann, ja, an dem Tag war halt, also gefühlt echt das beste Wetter bisher seit diesem Jahr. Also es waren glaube ich 32 Grad oder so und es war so drückend und ich weiß, kennt glaube ich jeder, wenn man dann trinkt, Digga, da ist man so schnell dicht, das drückt so der Alk, also wirklich asozial. So, keine Ahnung, dann hockst du schon um 17.30 Uhr, dann trinke ich da die ersten Humpen, so, und dann bist du halt vorm Spiel schon rotzevoll. Also wirklich geil, also wirklich schlimm gewesen, so, ich war wirklich richtig dicht am Samstag und ja, man, das Spiel hat extrem Bock gemacht. Ich fand auch, die Location war dann auch echt ja, gut. Weil wir auch gute Plätze hatten. Ne? Ja, wir hatten echt gute Plätze. So. Aber es gab keine schlechten Plätze eigentlich. Ja. Es war ja auf der anderen Seite dann, also ich saß quasi in der letzten Reihe, aber es war halt die zweite Reihe, weil
die anderen die Reihen waren dann so wieder auf der anderen Seite. Ja, also es war ja schon geil. Ja, und was ich davor befürchtet hatte und was auch wirklich gar nicht der Fall war diesmal, ich muss sagen, der Service war diesmal im Vogel echt gut. Also du hast Bier bestellt und es kam innerhalb von 5 Minuten Minimum, kam das Bier auch an. Maximum. Shoutout Maximum, Maximum, glaube ich. Maximum. Mhm. Oder? Ja, ja. Ja, das schafft er. Da ist immer der schlechteste Service. Da ist immer der schlechteste Service. Ey, also ich habe echt schon, also ich hatte letztes Mal, wo ich im Vogel war, echt ein schlechtes Erlebnis, was Service anging so. Und, ja, man, das war echt kacke. Und aber deswegen, das war halt, das lag nur an der einen einfach. Ja, ja. Ich meine, die Getränke kamen auch zügig und so. Einfach die das Jungs kosten bald noch Jobs, Digga, nur wegen Ansagen. Shit. Aber ich muss diesmal sagen, wirklich Props an die Bedienungen im Vogel. Ja, die von letztem Mal war drin. Die war nicht draußen bei uns. Ja, ja, genau. Ging relativ zügig und hatte dort echt einen geilen Aufenthalt. Oh, und ich ruf dich zurück, okay. Und, sorry. Und Deutschland hat gewonnen. Alles nice gewesen. Ja, danach sind irgendwie echt viele heim. Also du hast ja gerade eben schon gesagt, so, du bist auch heim. Fand ich irgendwie ein bisschen wack so, weil nach dem Deutschlandspiel du gewonnen hast, willst du eigentlich irgendwie schon noch irgendwas machen. Ja, aber gerade weil man wieder den ganzen Tag gesoffen hat so und dann, ich war fertig. Ich wollte einfach heim. Ich weiß nicht, so irgendwie. Ja. War ja genug halt. Ja, sind auch, die meisten sind gegangen. Wir sind dann noch ins Café Susi. Ich bin noch ins Café Susi für ein Getränk dann mit Can, mit Nüssle, seiner Freundin, meiner Freundin. Und ja, dann war der Abend auch schon rum. Sonntag dann gechillt. War Sonntag EM? War da irgendwas? Irgendein gutes Spiel? Ich glaube auch. War da nicht Spanien so? Nee. Doch, ja. Echt? Spanien war da, ja. Spanien, Georgien und Frankreich gegen Niederlande. Nee, gegen Belgien. Ja. Ah, ja. Nee, Frankreich war am Montag. Sicher, ja, kein Plan. Ja, Sonntag noch gechillt. Also, ja, aber ein nices Wochenende. Am Freitag habe ich gar nichts gemacht, weil ich halt mich dementsprechend auf Samstag vorbereitet habe. So, weil ich wusste, okay, Samstag wird wild. Ja, ja. Dann will ich keinen Scheiß machen. So. Ja, man, ja, das zum Wochenende. Schick. Wer macht weiter? Ich? Macht ruhig, ja, Mann. Ich war bei meinem Bruder Nikita auf der Verlobung und seiner wundervollen Frau Göste. Stimmt, sah geil aus, Alter. Unnormal geil, das war eine geisteskranke Verlobung. Das war gefühlt schon bei anderen Leuten eine Hochzeit. Und ja, es sah wunderschön aus. Es sah wirklich wunderschön aus. Digga, ich habe so viele Bilder und Videos gesehen. So geil. Aber ich habe auf keinem Video oder Bild dich gesehen, Digga. Doch, zwei, drei gibt's schon. Guck mal, auf die, das, was ich heute in die Story gepostet habe, schau das mal. Okay. Die Freundin oder Frau von Nikitas großen Bruder hat da mit Analogkamera Bilder gemacht. Okay, geil. Sehr geil, sehr geil. Der hat sich schick gemacht, der hat weiße Polo angezogen sogar. Oha, das hätte ich hier. Ich war auf Polo, 80er Jahre, Jubiläum von Lacoste. Das habe ich damals in einem Vintage-Store in Amsterdam gesnappt. Da gab es einen Vintage-Store wirklich nur für Designer. Da gab es Prada-Polos für 65 Euro damals und so. Aber das war auch, muss ich dazu sagen, 2015 oder so, als ich das zweite Mal oder so, das erste Mal in Amsterdam war. Und das war wirklich geisteskrank, was es da noch für Designerpreise gab, für alte Sachen und so, Burberry Trenchcoats für 130 Euro und sowas. Also es ist verrückt, heutzutage zahlst du für eine Prada-Tasche, wo aussieht wie reingepisst und 20 Jahre alt, 300, 400 Euro und das nur diese Loki, diese Bodybag und so. Früher hast du für die 100, maximal 50 Euro gezahlt. Aber man muss aber auch auf jeden Fall sehen, dass generell früher die Preise, also wenn ich drüber nachdenke, vor 7-8 Jahren waren die Retail-Preise, ja, wenn du sie neu gekauft hast. Bei 300-400 Euro halt. Bei 300-400 Euro so. Halt, und jetzt halt schon diese Bodybag 1000 Euro. Und jetzt zahlst du 1000 Euro für die. Das ist halt deswegen auch der Hype, den die mitgenommen haben. Klar, ein paar Sachen haben schon gute Qualität, aber irgendwo also für so einen kleinen Cardholder und so 400 Euro. Ja, ja, das ist bodenlos. Ist halt auch, wenn es bei Louis Vuitton Krokodilsleder oder so ein Scheiß ist. Also sorry, aber naja, auf jeden Fall. Tötet die Krokodile. Nein, ich war Niki auf der Verlobung und ja, das war auf jeden Fall mega krass. Das Einzige, was reingeschissen hat, war das Wetter. Ihr wisst ja alle, Samstag war so diese Vorgewitterzeit, wo es eigentlich sogar Unwetterwarnungen gab, schwere Unwetterwarnungen, sogar irgendwie erste Tornado-Warnung in Deutschland. Ja, übel. So, und es hat so gedrückt, ich konnte nicht mal so viel Bier trinken, wie ich ausgeschwitzt habe. Das heißt, ich war die ganze Zeit eigentlich nüchtern. So, also, das ist aber sehr schade. An sich war trotzdem ein sehr, sehr geiler Tag. Wäre auf jeden Fall geil gewesen, wenn es normale Temperaturen oder normales Wetter gehabt hätte, weil ich habe halt bei sowas überhaupt gar keinen Appetit und die haben so geiles Essen gemacht, weil Göste ist eine Türkin, er ist Russe, das sind mit zwei der besten Küchen eigentlich für mich. Ja. Also so. Safe, ja. Ja, deswegen, das war mein Samstag. Also da an der Stelle auf jeden Fall, glaube ich, auch von jedem. Nur das Allerbeste für Nikita und für seine Frau. Wirklich nur das Beste. Und, ja, man, sehr geil. Sah auch wirklich wunderschön aus. Jubel. Also wirklich, wirklich, wirklich. Ich fand es richtig, richtig schön. Und ja, man, nur das Beste für euch. Ja, man.
Kann ich mich anschließen, ja. Von der jetzt erzählen soll, was am Wochenende abging, ist jetzt einfach kurz abwursten. Shit! tatsächlich, Freitag war der Geburtstag von einem guten Kumpel, Martin. Natürlich an das habe ich gesehen, ihr wart im Garten bei ihm, ne? Im Garten bei ihm, ja. Ja, da können wir auch Altstadtfest vortrinken, ne? Wer Lust hat, glaube ich, gerne eingeladen. Ich bin nicht da, Leute. Ich weiß, das ist sehr schlecht. Wann ist das Altstadtfest? Nächstes Wochenende, Bro. Digga, ich war da einmal auf so Abtang geschoben, weil da so viele Leute sind, bin wieder nach Hause. Altstadtfest, beste Freunde. Marcel, du kommst mit, okay. Dann also ich war da schon ein paar Mal, wo ich so dran vorbei musste, mehr oder weniger, und da irgendwie was erledigen musste in der Area. Aber nur einmal so bewusst, wo ich wirklich da war und so ein bisschen was getrunken habe und mal so drüber gestanden bin. Und das war mir so viel, dass ich gesagt habe, Alter, boah. Aber ich bin halt auch echt... Übel geil. Eine Person, die hasst so Menschen. Trauben. Und, ja, okay, wir lassen die Trauben weg und belassen es bei Menschen. Ja. So, ja. Also deswegen zu viele Leute, da geht meine Social Battery sehr schnell leer und dann habe ich ganz schnell den Drang, woanders hinzugehen. Das glaube ich, ja, sofort. Ich umgebe mich gerne nur mit Menschen, die ich eigentlich mag und kenne und so. Und, ja. Auf jeden Fall bei ihm Freitag, bei dem Geburtstag gewesen so, da auch schon ganz gut getrunken eigentlich so. Digga, wir haben Bierpong gespielt, das war bodenlos, also... Das kann ich gar nicht beschreiben, was da passiert ist. Wirklich, ich lasse es auch einfach. War gut. Geisteskrank. Das kann ich jetzt nicht so nachstellen, das geht einfach nicht. Weil du so bodenlos schlecht warst. Ja, auch unter anderem, ja. Und ja, man da halt gechillt auch mit guten Freunden. Und war sehr, sehr geil. Ja, man. Gute Freunde. Ja, nice. Samstag dann mit Fam geschaut. Ja, daheim oder was? Yes. Ja, mit Freundin auch? Mit Freundin, genau. Und ja, war aber auch chillig, also war auch fein. Und ja, Sonntag auch Fußball geschaut und so weiter und so fort. So ging die Woche dahin. Montag voll leer gewesen irgendwie, oder? Ich war voll komisch, auf einmal montags frei. Heute, wir nehmen heute mal mittwochs auf, so, ja, weil heute auch mal spielfrei ist. Weil genau, wir sind halt mitten in der EM-Zeit so. Und das war dann auch der Vorschlag, weil ich dachte irgendwie gar nicht dran dann von dir, Julius. Du hast dann auch gesagt, so hey, ja, Montag. Julius ist halt Viertel Franzose, muss man dazu sagen. Nee, nicht ganz. Oder so halb. Ein 16. Aber er lässt sich regelmäßig französisch reden. Das war total cap. Meine Freundin, meine Freundin ist Viertel Franzose. So, okay, Mia ist Franzose. Genau. Ist Julius auch sozusagen Franzose. Und deshalb wollte er das Spiel schauen. Deshalb heute das will ich sowieso schauen. Also ich hätte beide. Ja, safe also natürlich, so. Ich auch. Safe. Cool, ja. Yes, aber das war's auch zu meinem Wochenende. Was hast du getrieben? Ja, oh, ich muss direkt pissen, Alter. Venus auf jeden Fall, gell? Ziemlich viel wie immer. Nee, stopp. Dieses Wochenende war ich nicht Venus. Das war das Wochenende. Das war letztes. Ja. Da, wo Bierpunkt-Turnier war und... Nee, ich war... Wo war ich? Ich war Sportfest. Tropical Beach, Philippsburg, Gammersheim, keine Ahnung. Okay. Eine Freundin von mir ist Veranstalterin und die hat ein cooles Event gehabt. Haus am See heißt es. Das kann man auch mal abfreunden. Geil. Ja, man, war ein geiler Haus und Ibiza-Vibes an der Strandbar in Rheinsheim, Philippsburg, Gammersheim. Das finde ich alles ähnlich, sorry. Nur racist, aber Pfalz halt irgendwo. Fuck Pfalz. Fuck Rheinland-Pfalz. Meine Mama ist Pfälzerin. War echt geil da. Ich habe da gearbeitet wie immer, habe Fotos und Videos gemacht und ein bisschen Social Media Filme. Aber ich sag's euch ehrlich, Freunde, kommt vorbei das nächste Mal. Das war's aber nicht für den Abend. Ich war noch eingeladen auf einem Techno-Rave von Woofers. Folgt alle Woofers. WOOVFERZ. Wir packen es irgendwo rein, bestimmt. Ja. Nee, auf jeden Fall nicht. Schon in einem Jahr haben Freunde von mir. Die machen geile Techno-Events. Könnt auch mal vorbeischauen. Das war eine miese, illegale Outdoor-Rave unter einer fucking Autobahnbrücke. Ah, sind das die dann so auf Parkswelt-Klassiker. Das war dein erster Rave einfach. Und das war letztes Jahr nach dem Altstadtfest. Da, wo du letzte Sekunde erst den Standort bekommst, damit du weißt, wo das ist, damit du den nächsten Schatz nimmst. Ich schwör, das war damit zu. Das war sein, der Kreis schließt sich. Techno, Rave, Digga, schau dort, Janis Herberger und so, Digga. Früher, die haben schon geisteskranke Raves genauso gemacht vor 6-7 Jahren und so. Walla, das war krass, ich schwör, das war so auch den übelsten Raves früher. Lass mich erzählen, Digga, pass auf, er hat seinen ersten Rave war nach dem Durlacher Altstadtfest, Kumpel. Letztes Jahr erst. Unter der Brücke da bei Haxfeld. Oder Raven. Nee. Ich hab Techno gar nicht gemocht. Ja, okay. Und dann voll hängen geblieben. Ich war danach jedes Wochenende auf einmal Julius in Rave einfach. Ich hab immer Leute gesucht, die mitkommen. Danach erst zum Friseur sagt, gib mir diesen Brutalismus 3000 Schnitt. Also, say no more, fam. Ich schwör, die Frisur habe ich auch erst seit einem Jahr ungefähr. Aber fühle ich mies. Ich würde auch gerne machen, wenn ich die Haare dazu. Hast du nicht, oder was? Oder dass du Haare hast. Kein Shoutout, Brutalismus. Ja, okay, doch, crazy die Typen. Bin ich nach Freiburg gefahren. Beziehungsweise mein Auto wurde mit mir nach Freiburg gefahren, von einer Freundin. Am nächsten Tag ein bisschen rumgepimmelt und am See gewesen. Das ist ein bisschen da war Freiburg immer bessere Wetter als hier. Haus am See? Nee, das war ohne Haus. Das war eher so Techno und Amapiano-Remixe, die Marcel mich für umbringen würde am See.
Das ist komplett dein Vibe, ja? Nee, das wird nicht gegen Amapiano, aber es wird einmal zu viel gespielt und vor allem die Remixe, zumindest die du auf Soundcloud hast, ja, haben einfach immer den allerselben Beat im Hintergrund. Also wirklich, sagen wir mal, das ist jetzt der Grundbeat, immer derselbe Takt, selbe Geschwindigkeit, du legst einfach gegen anderen Song drüber. Haftbefehl. Mein Onkel, sein Vater. Ja, ich muss sagen, ein bisschen die Vibes gibt mir das auch, aber ich feiere es trotzdem. Hast du recht, aber machst du einfach besser. Shots fire. Dann DJ Marcel, der Fotograf. Alter. Ja, okay, um das abzukürzen. Dann war ich auf einer Afro-House Amapiano-Party in Freiburg. Aber Afro-House ohne Scheiß, der Shit im Sommer. Das ist der Shit, Bro. Das ist der Shit, Digga. Ich liebe Afro-House im Sommer, Digga. Es war keine Sonne und so, aber es war noch heißer, als wärst du draußen gewesen. Ja, okay. Und dem hat wieder gepasst eigentlich. Und dann war ich da bis um 5 oder so und dann bin ich irgendwann langsam am nächsten Tag wieder in die Heimat gefahren, Freunde. Das ist zu mir und meinem Wochenende. Ja, Mann. Sehr schön. Stark. Sehr, sehr nice. Ja, Mann, jetzt sitzen wir hier, ein Jahr Kater-Talk und dann habe ich einfach mal gedacht, wir reden mal ein bisschen so, lassen das Ganze mal ein bisschen Revue passieren auch, was, ja. Was so jetzt im letzten Jahr passiert ist, was ja, Fortschritte, Tiefpunkte, Skandale oder so, würde ich mal sagen, gehen wir mal ein bisschen drauf ein. Skandalen kennt Nikolas sich auch. Und dann ist, dann wäre auf jeden Fall meine allererste Frage, habt ihr alle eine Lieblingsfolge, wo ihr jetzt sagt, von den ganzen Folgen so euer Favorite? Ich safe, ja. Kann ja, ich auch direkt sagen. Ja, also ich finde so. Die Folge. Machen wir einmal das und dann machen wir kurz. Ja, okay. Von Zeit her. Ja. Yes. Ich würde auf jeden Fall sagen, die Folge im Home of Blues. Ja, weil okay. Ich fand die vom Talk her, wie wir da saßen und geredet haben, so offen und locker. Wunderschöne Location, also es hat wirklich geile sick Location. Auch so. Ja, so. Ja. Daniel, geiler Typ, also auch nochmal Shoutouts wirklich. Und so auch mega interessant einfach für das, was wir so in dem Podcast erzählen, weißt du so, über Mode und über Textilien und so und wie kommt es dahin und was passiert. Und es war auch mal eine andere Bubble, also genau, es war mal was komplett so anderes, weil es nicht so jedes Mal dieser Fashion Streetwear-Talk so, genau, sondern es ging halt voll links und rechts auch so. Und auch voll tief in die Bubble rein, so. Ja, man, auch safe. was Ding angeht, Stoffe und ja, etc. genau, und das fand ich und das fand ich einfach, ich weiß nicht, da hat alles gepasst, das war übelst nice und fand ich bis jetzt eigentlich so die geilste Folge, also habe ich mir so, das war jetzt so das Erste, was mir direkt in den Kopf gekommen ist, auf jeden Fall. Okay, safe. Okay. Ja. Wie, hast du auch im Kopf, was vielleicht so deine, was du findest, was bisher die schlechteste Folge war, so? Boah, das ist schwer zu sagen. Also, wo am wenigsten gelungen ist oder vom Vibe her Trash war, so? Vielleicht. Diese? Vielleicht sogar echt, also so erstmal würde ich sagen, die erste. Bruder, mach schon mal zu. Oh, jo. Die erste Folge? Die erste Folge, ja. Weil, ich meine, klar, damit hat es gestartet und so, aber wenn man sich dann so den Prozess reinzieht, so wie viel besser das dann geworden ist, so im Laufe. Ja, bei der ersten Folge war halt echt so irgendwie so ein bisschen, wir reden und dann gucken wir, was wir dann machen. Und genau. So, es war halt viel. Es war voll steif und wir waren gar nicht, wie wir jetzt so quatschen und so. Dabei werden, wenn wer nicht anfängt, der kann gar nicht. Ja, er kann gar nicht hier sein, wo man dann safe irgendwo so. Deshalb würde ich aber auch nicht sagen, das war die schlechteste, weil das war halt die erste. Weißt du? Weil ich habe ohne Scheiß, ich habe vor kurzem erst so, habe ich nochmal in die erste Folge reingeschaut. Und wir sind da so schüchtern, Digga. Mhm. Das ist echt geisteskrank. Echt? Ja, vor allem, weil wir da halt auch noch so saßen. Ja, ja, also jetzt ist ja egal, wenn jemand zuguckt bei euch. Ja, ja, mittlerweile. Aber ja. Am Anfang so erste Folge und dann sitzen da drei Leute. Ich habe die beliebte Locations gebracht, auf jeden Fall dieses Jahr schon. Ja, safe auf jeden Fall. Also da kommen wir auf jeden Fall noch dazu so. Aber gerade auch zur ersten Folge muss ich sagen, es war wirklich. Die ersten zwei, drei Folgen waren wirklich sehr schwer, finde ich. Auch überhaupt in diesen. Auch in, um rein. Schwätzen so. Und auch die Themen immer haben wir uns so Gedanken gemacht, immer. Es war so schwer irgendwie alles so. Das war so, oh, was reden wir jetzt? Und auf einmal war so Stille und dann wir so, oh, und was machen wir jetzt so auf einmal? Ja, ja. Das war voll sehr, sehr steif verkrampft am Anfang halt. So. Aber ist ja klar, Digga, du machst sowas zum ersten Mal halt dann. Ne? Ja, man, ja, ist ja auch viel Routine und sowas dann. Und voll. Ja, übel. Du bist halt keine Frau, die schafft easy 3 Stunden. Mal so zu schwätzen. Ja, ja, das heißt, wir machen nur noch einen und dann wir machen noch einen mit wir noch fünf, das erste letzte Folge oder sowas und dann machen wir ganz kurz einen Cut oder sollen wir jetzt kurz? Wir können auch jetzt, weil ja, ich lass jetzt pissen. Ja, lass jetzt kurz Cut machen. Ist auf jeden Fall, ich weiß nicht, so eine schlechteste Folge jetzt rauszupicken ist voll schwer, finde ich irgendwie. Aber ich würde sagen, ich finde die Folgen zu zweit auch immer übelst nice. Ja, safe, ja. So für, also persönlich, ich glaube, für die Zuschauer ist natürlich mal stark. Ist natürlich meistens interessanter oder Zuhörer, auch so die Gäste natürlich. Ja, also die Zweierfolgen sind halt immer so, das sind die wirklich die
wirklich die Kader-Talk-Fans, wo sagen, okay, die Bock so. Ja, genau, und bei Gästen ist halt schon so, das lockt safe nochmal mehr Leute an. So. Ja, auch ja allein die ganzen Leute, so, die halt ihre Leute mitbringen. So. Genau, ja, genau. Aber so vom, auch von der Qualität her etc., hast du da irgendwas, was dir im Kopf ist, so, wo du sagst, okay? Am schlechtesten jetzt, meinst du? Also muss auf jeden Fall eine von den ersten gewesen sein. So. Oder vom Vibe her allgemein einfach. Ich will jetzt, wie gesagt, keinen Gast auch hier jetzt irgendwie so sagen, weil ich es sagen muss, weil ich fand irgendwie alle Folgen geil. Ich meine, es ist unser Podcast, weißt du, wie ich meine? So, also, wenn es nicht so wäre, würden wir es ja nicht hochladen. Ja, safe. Sag aber nur Lieblingsfolge und nicht, was das Schlechteste ist. Ja, nein, deshalb, ja, schlechte kann ich dir nicht sagen. Ich glaube, mit einem Gast recht am Anfang, weil da waren wir auch noch sehr in diesem Interview-Modus, weißt du, da haben wir Frage gestellt, kam Antwort und nächste Frage. Und das haben wir mittlerweile auch ein bisschen gechanged, so. Ja, safe. Und auch von der Quali her, wir haben am Anfang Handy hingestellt und so, ne? Aber wie gesagt, kommen wir ja nochmal zu. Da kommen wir ja safe dazu, ja. Ja, deshalb. Also beste Home of Blues, schlechteste, schwer zu sagen. Okay, okay. So. Ja, Mann. Ja, wer will weitermachen? Ich kann einfach anknüpfen direkt. Ja, Mann. Ich würde sagen, wahrscheinlich die Berlin-Folge, weil ich dabei war so. Also eigentlich muss ich eine nehmen, wo ich dabei war. Mhm. Oder die Jahresrückblick-Folge, weil die war halt die auch... Die war auch sehr sick. Die war auch geil. Stimmt, aber ich würde, glaube ich, fast mit Berlin gehen, weil das halt... Da haben wir über Berlin geredet, so, und Berlin war ein geiler Urlaub. Ja, okay. Safe, ja. Und ja, schlechteste kann ich sagen, weil ich, Harry Saw zum Beispiel, die, also jetzt nicht wegen dem Inhalt, sondern halt, weil da der Ton halt schief gelaufen ist. So. Ja, das ja, fand mich dann immer, der Ton schief gelaufen, ja, ich fand das nämlich eine der besten Folgen inhaltlich. Ja, ja, genau, aber wenn ich nur auf die Qualität gehe, dann so wahrscheinlich das oder wenn es jetzt schlecht läuft, halt die letzte Folge. Ja gut, die halt hinter den Kulissen sitzen, wie wir drei, dann ist das halt nochmal immer was anderes. Ja, ihr habt einen anderen Blick dann noch. Das Schlechteste ist dann immer das, wo es sich halt am meisten abfuckt. Digga, das fuckt mich so ab, wenn irgendwas schief läuft, wirklich, das ist geisteskrank. Ja. Ich bin richtig gebrochen dann. Dieses Mal kann nichts schief laufen, weil er hat ja den Laptop direkt vor sich. Ja, Mann. Heute Master of Disaster. Ja, Mann. Yes, das, deswegen sage ich es ganz kurz einfach so. Ja, nice. Ja, also bei mir Lieblingsfolge auf jeden Fall mit Jonas, also DJ Chessin. Ja, okay. Chessin. Ist, ja, ich kenne den Typ schon seit Ewigkeiten so. Schon, ja, damals Hauptschulzeit so. Also wirklich geisteskrank. Hauptschule. Ja, schau mal, Jonas. Und ja, das, ich habe auch viel mitgemacht so mit ihm in der Zeit, wo ich halt so 18, 19 war, wo er halt angefangen hat aufzulegen im Zen Club und so. Da war ich auch viel mit ihm. Gleichzeitig, der hat schon im Zen aufgelegt, da war der... Ja, ja. Also lassen wir es mal dabei so stehen. So. Ja, genau. Ja, Mann, und dass wir den Kollegen dann ins Interview bekommen haben. Und es war auch wirklich ein geiler Talk. War eine sehr geile Folge. Ging auch lang. Ich fand, die Location war geil. Das wollte ich gerade sagen. Die Ästhetik da auch war die so Ästhetik. Sick. Und wir haben da auch halt miteinander gesoffen. Es war alles direkt voll locker. Ich habe ihn zum ersten Mal so gesehen. Ja, er war also war wirklich... Halt, weißt du, es war direkt so, als hätte ich ihn auch ewig schon gekannt. So. Das, ja, war, das war auch sehr. Kennst du ihn eigentlich gar nicht? Nee, ich habe ihn da zum ersten Mal, glaube ich, vielleicht auch mal so halt irgendwie in der Stadt. Ich kenne die Background-Stories nicht, wenn man mit irgendjemand connected. Ganz Karlsruhe kennt sich, man weiß ja nicht, wie lange man sich kennt. Du kennst ganz Karlsruhe, meinst du? Ja, ja, safe. Bürgermeister. Bürgermeister, ja. Aber ja, wie gesagt, also Talk war geil, Location war nice, es hat wirklich direkt funktioniert, ohne Probleme. Es war wirklich null steif irgendwie, es hat direkt gefunkt zwischen uns. Und ja, das ist auf jeden Fall safe meine Lieblingsfolge. Und ja, wie du schon gesagt hast, das mit der Raison hat mich auch gut abgefuckt so. Dass das irgendwie mit dem Ton nicht so lief. Das war eine krasse Folge, Jungs. Inhaltlich war es sehr, sehr geil. Auch die Location war krass. Die Location war sehr geil, wirklich. Also auch nochmal vielen Dank dafür, dass wir bei euch im Office drehen konnten. So. Ich fand's mal eine übelste Party, habe ich gehört. Ich fand's inhaltlich auch vor allem halt gut, weil Marlon mal nicht dabei war. Ja, genau. Ja, das ja, ich mal ja. Keine Hänge. Aber so vom Ding her muss ich sagen, so, weil das so ein bisschen schief gegangen ist, hat mich das schon sehr gestört. Deswegen ist mir die auch so im Kopf geblieben. Ja, weil du vorhin gesagt hast, erste Folge. Ich finde, die ersten Folgen kann man halt irgendwie nicht reinnehmen, weil es halt wirklich so der Anfang war. Deswegen. Ja, safe. Aber so allein vom Hören her hätte ich halt besser. Ja, Mann. Aber ja, yes, sir. Ja, Mann, Marcel. Hast du eine Lieblingsfolge? Definitiv auch die mit Jonas. Also definitiv die mit Jason. Shoutout Jonas, ich lieb dich, Bruder. Du bist der Beste. Ich gehe gerne mit dir raus. Ich schwöre, du bist einfach maximal einfach. Maximal ist dein Wort, Bro. Ja, safe. Ich lebe Mensch, Alter. Ich schwöre es dir. Ich habe in der Zeit, kleine Background-Story dazu. Ich habe in der Zeit, weil es ja so locker war, wie die gerade gesagt haben, ich habe in der Zeit ein Video geschnitten hinter den Kulissen, habe ab und zu mal auf die Kamera gedrückt. Und also meine Kamera nimmt halt so eine halbe Stunde Takt auf. Das heißt, du musst halt immer neu draufdrücken, wenn du eine halbe Stunde recorded hast, weil sonst bricht das automatisch ab.
ich habe einmal drauf gedrückt, nach halben Stunde, ich mache so meine AirPods raus, weil ich habe so mit AirPods ein Video geschnitten. Will so nochmal auf die Kamera drücken und die haben übelst geladen. Also irgendwann war bei denen. Aber übel auch. Bei denen war so irgendwann einfach nichts mehr mit normal reden. Wir wollten noch Alkmann bestellen einfach. Alkmann wollte einfach echt noch Alkmann bestellen, weil der Wein ausging so. Ja. Und dann haben wir gemerkt, dass die Folge zu Ende ist und dass es sich gar nicht mehr lohnt. Ihr seid doch sogar noch zum Türken und wolltet Pizza dort noch Alk kaufen und so. Ich war Pizza holen zwischendrin, genau, essen so mäßig und hab da gefragt, ob der Bier hat und der war so, nein, Bruder und so. War so wirklich so der heller Türke. Also aber war auf jeden Fall trotzdem wild. Safe. War eine sehr, sehr geile Folge. Vor allem also einfach so, weil ich so halb abwesend war und es mir im Nachhinein dann nochmal reingezogen habe, was ich da verpasst habe eigentlich und wie es wirklich so von Minute zu Minute schlimmer wird. Geisteskrank. Und wie schnell ihr diese zwei Flaschen einfach auf den Kopf gehauen habt. So. Waren es zwei oder drei Flaschen Wein, die ihr da einfach kurz vernichtet habt. Also wirklich jeder fast Flasche Wein getrunken, kurz das war. Dann hast du natürlich aber kein Auto mehr gefahren, Freunde. Nee. Da muss ich auch nochmal sagen, echt Shoutout, Katertalk, wirklich. Normalerweise heute nehmen wir auf, ist Mittwoch, aber normalerweise nehmen wir immer montags auf. Das versüßt mir immer so die Woche. Ich habe mir montags immer frei gehalten, so allein schon aus dem Grund, weil montags ist eigentlich so der schlimmste Tag für jeden, so, weil so der Wochenstart ist so, zumindest für die normalen Menschen, so, die arbeiten gehen, die Start. Und aber so montags ist echt immer geil, wenn man dann abends mit den Jungs ist und diese Folge aufnimmt und so. Deswegen auch nochmal echt. Ja, safe. Props daran, dass es immer montags ist, weil dann kann man sich montags schon wieder betrinken. Aber ist echt so, Mann. Jedes Mal danach Katertalk aufnehmen, dann ist immer alles voll gut. So. Ich bin immer voll glücklich und auch gehypt, so. Ich fahre dann nochmal nach Hause. Und wir quatschen auch immer so, nur über guter Katertalk. Start in der, dann einfach so. Guter Start in die Woche so. Ja, safe. Ohne Witz. Ja, man, sehr nice. Du hast gerade vorhin schon so ein bisschen geäußert, so, du hast jetzt nichts, wo du sagst, ey, das ist die schlechteste Folge oder so, wo du sagst, das hänge. Also ich würde schon fast sagen, meine, deswegen zieht euch die auf gar keinen Fall. Ja, auch, ey. So sagst, Bro. Nee, aber so. Du riechst gut, Bro. Ich nehme mich echt ungern von Kamera an, wenn ich das dann so ein, zwei Mal gesehen habe und dann in der Zeit, wo es rauskommt, ist immer wieder in der Story und so und ab und zu mal Leute, die dann das sagen, so ey, das und das und so. Und dann erinnerst du dich an diese Momente und denkst einfach nur so, ah, Bro und so. Weißt du, du würdest gerne so andere Sachen anders sagen oder vielleicht nicht so oft und sowas, aber ja, so ist halt. Ja, Digga. Deswegen eigentlich immer hinter Kamera stehen. Leon? Wie bei Präsentation in der Schule mit so 1, 2, 3, 4. Er hat gut vorgetragen, frei. Ja, er hat wenig auf seine Zettel geguckt. Ja. Gute Bilder. Und er gute hat Bilder, ja. Und einen Quiz am Ende gehabt. Ja, das ist auch immer fake, Digga. Das ist echt Game Changer. Diese Ass im Ende, Bro. Ja, Mann, Leon, du bist jetzt ja noch nicht so lange am Start, so. Ich weiß es auch gar nicht. Wir haben, glaube ich, noch nie drüber gesprochen, so, ob du vorher schon dir die Sachen reingezogen hast, größtenteils so. Deswegen hast du irgendwie einen Favorite, wo du sagst, okay, das hat mir bisher am besten gefallen? Ich habe mir auf jeden Fall die Previews von euch gegeben oder bei dem Bruder zahlreich in der Story gesehen. Aber weil ich Mitläufer bin, muss ich jetzt sagen, ganz klar, die Folge mit Jonas. Nee, Spaß. Für mich die Folge, wo ich das erste Mal dabei war, ich glaube, es war Edessa. Auch sehr geil. Ja. Weil das Upgrade war. So. Das war schon eine geile Folge. Der Peter Fox 1.1 war ab da. Und also klar, weil ich dabei war, seitdem hat mir echt Spaß gemacht, nach wie vor. Aber die beste Folge fand ich, glaube ich, da, wo wir am Turmberg waren. Boah, das war echt eine geile Folge, Mann. Schöne View. Ja. War geiles Wetter. Hat auch Bock gemacht. Da haben wir auch mal gechillt so. Und halt 800 Bier. Auf ruhig 400 Bier trinken. Voll ohne Scheiß. Das Witzige ist so, wo ich mir dann einen Podcast im Nachhinein angeguckt habe und auch die TikToks geschnitten habe. Der Hintergrund. Und nur Bierflaschen. Nur Bierflaschen. So asozial. Die ganze Reihe steht voll. Irgendwann, du bist auch im Hintergrund, machst deine Flasche auf und sprühst voll über und du voll und so. So gut, Alter. Ich weiß ganz genau, was du meinst. Echt so gut, wirklich. Nee, Freunde, aber ich würde sagen, die Folge. Ja. Oder halt ab da. Also schaut einfach generell, egal was ich sag. Ja, Mann, alle Folgen. Lohnt sich, die Jungs sind geil. Ich schwör's euch. Direkt verliebt. Ja, aber wirklich, muss man auch sagen, Digga, du bist auch so voll der offene Mensch einfach. Ja, war so, man, cool von offen. Der ersten Minute war irgendwie so. Zu viel. Oh, wenn man mich kennt, dann kennt man mich. Ja, safe. Aber ja, so. Also ich bin ich und ihr seid ihr und wir sind ein Team. Ey, schön gesagt. Oh, shit. Krankrede. Ja, Teamplayer, Bro, weißt du. Nee, man, echt geil. Und auch dadurch, dass du dann nochmal diese zweite Perspektive gebracht hast, also ab Edessa ist nochmal, also kurz so, wir können jetzt darauf eingehen, wir haben jetzt alle so gesagt, als Marcel dann ins Team kam, so nach einem halben Jahr circa,
Ja, ja, also kurz. Also das ist auch verschickt. Das ist auch verschickt. Seit diesem Jahr so. In der ersten Folge von 2024 war er direkt am Start. Ja, genau. Also seit. Echt? War das so ab Start 2024? Ja, Mann. Krass. Was war das für eine Folge? War es direkt meine? Nee, das war ja Müller nicht allein. Das war eine Schneiderei. Ja, also zustande kam das. Also soll ich das überhaupt erzählen? Ja, ich habe die Frage tatsächlich gestellt gerade. Was die Frage, wie das zustande kam, dass ich dazugekommen bin. Also wir haben schon öfter mal drüber geredet davor tatsächlich, wenn wir uns besoffen in der Doma-Bar gesehen haben. Immer nur besoffen in der Doma. Ja, so ja, komm, Alkohol verbindet Freunde. Mach mal ein Interview am Anfang und so und so bla 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 und was weiß ich. Und dann in der Zeit ist aber meine eigene Kamera, die konnte in der Zeit, also ich bin ja Fotograf hauptsächlich. Und leck mich. Und jetzt bin ich wieder raus, Bro. Ich dachte, du fuckst hauptsächlich. Oha, dass man heute nach blauem Himmel sieht, es aber auch. Boah, ja, übel, gell? Schön. Aber auf jeden Fall, ich hatte früher eine Kamera, mit der man nicht so optimal filmen konnte. Und in der Zeit habe ich mir gerade immer wieder von einem Kollegen, Shoutout Tim, eine Kamera geliehen, die er mir am Schluss dann verkauft hat. Die jetzt auch gerade aufnimmt. Und dann war das gerade in der Zeit, habe ich mir die aber immer geliehen. Das heißt, ich habe dafür auch immer Geld gegeben, wenn ich die geliehen habe, weil ich halt einfach, ich bin ein Prinzipienmensch. Ich mag das einfach nach Prinzipien oder gewissen menschlichen Prinzipien zu leben und einfach so das, was ich gerne sehen würde, auch bei anderen gerne anwende. So. Also so, ich bin gerne zu Leuten so, wie ich gerne von denen erwarten würde, dass sie zu mir sind. Deswegen habe ich dem auch immer Geld gegeben, wenn ich die Kamera geliehen habe. Marcel kriegt aber auch kein Gehalt. Nochmal kurz. Ja, und genau. Also, ja, und dann habe ich die Kamera irgendwann gekauft. Der unbezahlte Praktikant. Und dann habe ich irgendwann mal auf die Story von denen geschrieben. Ah, das war auch bei der Domabar-Story lustig, dass ich halt auch in der Domabar selber gedreht habe. Mit aber Nikita das war das halt die Folge, so diese, ne? Ich habe halt auch ein Domabar-Tattoo, ne, Leute. So, deswegen, dass man zweimal in einer Location dreht, ist ja sehr selten bei uns, aber... Ja, Mann, das finde ich auch sehr geil an Katertalk übrigens, dass wir immer andere Locations haben, finde ich sehr, sehr geil. Safe, das ist aber auch durch dich hauptsächlich entstanden, Digga. Und also jetzt nicht entstanden, aber die Umsetzung. Diese Umsetzung wurde durch dich möglich. Ja, Mann, und nochmal aufgesteppt, so safe. Weil da muss ich auf jeden Fall... Ich gedacht, aber ja. Da muss ich ganz kurz so reinkrätschen, so, weil unsere Intention war wirklich am Anfang vom Katertalk, ey, wir wollen die Podcasts so oft wie möglich eigentlich an verschiedenen Orten haben. Und auch mit Video immer. Das war ja auch... Genau. Und immer mit... Im Prinzip einfach fortgesetzt, als ich dann wirklich mit Location Leuten gekommen bin und so oder was. Also das Ding ist, wir haben schon eigentlich es geschafft im ersten halben Jahr, wo wir zu dritt das Ganze durchgezogen haben, oft die Location zu switchen, aber halt nicht so, dass wir wirklich jedes Mal safe immer eine andere Location hatten. Und das war auch das Ding, was die Leute, also das war das erste Positive, was die Leute uns Feedback gegeben haben, was geil ist, dass wirklich die Location immer switcht. Und bei dir ist halt wirklich so, seitdem du im Team bist so, haben wir safe immer andere Locations so. Und wenn wir dann mal sonntags zum Beispiel noch keine Location haben, können wir dir immer schreiben und du klärst dann safe innerhalb von 24 Stunden noch eine andere Location. Was mittlerweile aber immer schwieriger wird, weil ich habe mir letztens sogar Gedanken drüber gemacht, so vorgestern war das, habe ich so gedacht, Alter, irgendwann, Karlsruhe ist ja nicht groß, Alter. Ja, also, irgendwann ist halt, ist zwar eine Stadt und so, aber Digga, also irgendwann ist halt auch vorbei. Ja, Digga, wenn jetzt endlich mal Sommer ist, kann man auch wieder rausgehen, aber ja, kann man Digga, es ist halt seit zwei Monaten. Also ich friere mal nicht, ich schwöre, wie Sommer ist wieder hier. Ich zitter fast so. Echt, dass man Opening Party macht. Na, und auf jeden Fall, um drauf zurückzukommen, das war damals diese Domabar-Folge, aber mit Nikita damals. Diese erste Domabar-Folge sozusagen, mit dem Besitzer von Domabar. Und da habe ich dann gesagt, Alter Jungs, so, ihr habt das mit was habt ihr das recorded, so mit eurem Taschenrechner oder was? Weil da haben die ihr Handy aufgestellt, aber irgendeiner hat da anscheinend vorne auf seinem Finger so erstmal so drauf und so. Auf jeden Fall war dieses Bild total milchig und so wirklich gar nichts. Also ja, das war wirklich schlecht, Digga. Da habe ich wirklich nur so drauf geschrieben, ey Jungs, so, ich bin halt jemand, so, der ist sehr direkt, Leute raffen das oft nicht, aber so, ich sag das ja nicht, um jemanden, ja, man denkt oft haten und so, ist auch schon oft Ding, Hass dahinter, aber so Hass gegenüber einfach den unlogischen Sachen und sowas, die einfach nicht funktionieren. Und wenn ich halt, für mich ist es halt so, wenn ich halt so einen Podcast mache mit Video, so, dann muss halt das Bild irgendwie passen. Und ich habe das angeguckt und ich war so, ey, Digga, ja, du hast mir direkt so, geschrieben, so, aber das fand ich auch gut. Und ich habe direkt geschrieben, Digga, habt ihr vorher auf die Kamera irgendwie so kurz draufgeschrieben? So, oder warum ist das so milchig, das Bild und so? Könnt ihr nicht mal vorher kurz abchecken, wie das Bild aussieht und so? Und hab mich da kurz drüber abgefuckt. Und dann war ich so, ey, wisst ihr was, scheiß drauf, ich hab die Kamera jetzt eh und so. Ab nächste Folge bin ich, oder ab irgendwie so ab einem gewissen Zeitraum. Und das war dann anscheinend die erste Folge 2024. Nee, da muss ich dann dabei. Da muss ich aber ganz kurz reinkrätschen so.
Das war, also du hast uns das Feedback gegeben so und dann war es tatsächlich aber kurz danach, dass, also ich glaube, das war dann so, ich glaube fünf Folgen oder sechs Folgen, wo kurz vor Jahresabschluss von 23, wo ich dann die Kamera von meiner Freundin genommen habe. Ja, genau. Das und da stimmt, wir dann sechs Folgen gedreht haben so damit. Und ich muss sagen, auch damit gedreht und wohlgemerkt. Und das war die Kamera, die war schlechter, das war auch eine Canon, aber die war schlechter als meine erste Kamera. Das heißt, wenn ich schon sage, meine erste Kamera, mit der ich damals Ding war und ich jetzt sozusagen verschrottet habe, weil der Sensor durchgebrannt ist, die ist schlechter noch und die konnte trotzdem filmen. Dann aber ich muss trotzdem sagen, und das war so der, das war so bei uns so der erste Step so, finde ich, weil es war trotzdem von der Handykamera, die wir hatten, auf die Kamera von meiner Freundin nochmal Steps. Also es war, die Qualität war deutlich besser, also nochmal. Wenn ihr vorher nicht draufgefasst hättet, wäre iPhone auch okay gewesen. Ja, es war halt auch immer teils so. Aber ja, ich glaube, die Kamera hat es an sich schon nochmal auf jeden Fall besser gemacht. Bisschen aufgewertet so. Und dann kamst du tatsächlich dann... allein Anfang 24 wir hatten ja auch voll die Struggles so mit dem Handy. Guck mal, dann war Speicher voll. Ja. Digga, voll auf zu Speicher voll. Auf einmal hat einer angerufen. Überhitzt oder noch, sowas. So, das hatten wir zum Glück nie, aber nach der Aufnahme, also kurz als wir fertig waren, hat mich irgendjemand angerufen auf dem Handy. Und ist einfach ausgegangen. Und dann, weißt du, hätte ja auch die ganze Zeit passieren können. Also das war auf jeden Fall so nochmal ein Stepper die Kamera und dann halt mit Marcel wurde es dann halt so... Ich geh kurz pissen. Und mit Leon wurde es so dann halt. Jetzt haben wir hier kurz so Equipment von 4K irgendwann. Was? Vier. Vier ist eine Kamera vielleicht. 4K Auflösung. Nur so dazu. Achso. Da geht aber noch mehr. Ich weiß noch keine Ahnung, ich hab nur was geschwätzt. war gut. Ja, ich hab auch nur gelabert hier. Also, nee, jetzt haben wir auf jeden Fall hier. Julius hat ja auch. Ey, lass alle gehen jetzt, komm. Doch an Julius, hat einfach alle gehen jetzt. Dass er unnormal geile Mikrofone jetzt hat und so. Safe, ha ja. Also Cutter J, du warst ja von Anfang an, ohne ihn hätte das ja gar nicht gestartet, so. Weißt du? Er hat euch doch auch gepusht dazu, das überhaupt aufzunehmen, oder nicht? Wo ihr hier so schüchtern gesessen seid, der erste Folge, wo ihr gesagt habt, er hat eigentlich gesagt, ihr macht es jetzt so. Ich habe den finalen Impuls gegeben, würde ich sagen. Ja. Wir haben uns wochenlang davor schon immer getroffen, haben gesagt, haben geschwätzt so zu zweit, Nico und ich, Bierchen getrunken und haben dann irgendwann gesagt, so, ey, wir machen das so einmal die Woche, jetzt lass das mal wirklich machen, so. Und dann final halt, weil wir hier Mucke gemacht haben, so. Ja, Aufmerksamkeit verdient, ich sag dir ehrlich. Also so, weil ihr halt so einfach so... Es ist halt aus einem wahren Ding heraus, weißt du? Ich habe letztens auf TikTok halt so gelesen, so einen Kommentar. Ich bin nicht oft auf TikTok. Habe ich mich vor TikTok jahrelang gesträubt. Ich habe das erst seit 4-5 Monaten. Fühl ich. Oder jetzt seit Anfang des Jahres oder sowas. Aber ich lade da ab und zu mal Videos hoch, checkt ab, Marcel Reißer 97, weil mein alter Arsch hatte schon dieses, wie heißt es? Was vor TikTok war. Musical.ly. Und da gab es halt schon meinen Namen, deswegen, weil ich das selber war damals einfach, und es nach 2 Minuten wieder gelöscht habe und ich aber die Account-Daten nicht mehr habe, habe ich mir jetzt einen neuen Account gemacht, check das gerne ab. Aber auf jeden Fall jetzt auf TikTok habe ich das gesehen, war ich kurz mal auf eurem Account und habe das gesehen, so, wer seid ihr überhaupt? Und ich denke mir so, du musst doch niemand sein, um etwas zu produzieren, was Content ist, solange der Content irgendwo Sinn hat. So, und bei euch hat das ja Sinn, ihr habt einen gewissen Ablauf, was ich geil finde, immer dieses Outfit am Anfang. Dann habt ihr eure Themen, die baut ihr selber auf, die sind mal abwechselnd, mal gleich. Ja. Und am Ende habt ihr immer diese Song der Woche, Ding und dies und das. So, und das ist halt, oder auch immer, was ist dein Wochenenderlebnis, eben wegen Kater-Talk, ne? Weil Kater so hat es von ja Alkohol, nicht von Katze. Ja. So. Und deswegen, das ist geil und das hat mehr Aufmerksamkeit verdient, weil wo ein System dahinter ist und wo das auch funktioniert, hat es auch auf jeden Fall mehr Aufmerksamkeit verdient. Aber ja. Das wollte ich auch noch mal erzählen. Ja, diese Sache so, wer seid ihr überhaupt? So, ja, wie willst du jemand sein, wenn du nie angefangen hast? Das ist so ein Quatsch. Ja. Ich meine, wir haben uns ja auch davor Gedanken gemacht und dachten so, eigentlich Podcasts machen eigentlich nur Leute, die schon was... Die wer sind eigentlich? Die was zu sagen haben. Die man so kennt, sagt man. Also die schon irgendwas haben, so nebenher. Ja, haben wir immer gesagt, wir werden die ersten Podcaster, die nur mit Podcast-Fame werden, Motherfuckers. Ey, das weiß ich jetzt nicht so zum Beispiel, aber klar. Ich kenne kann sein, dass es welche gibt, aber ich kenne keinen Podcast. Ich bin in dieser Podcast-Mobel drin gewesen, bis ihr so da wart eigentlich. Ich kenne jemanden, der aus dem Stand sagt, so, normalerweise, du hast immer jemanden im Hintergrund, der dann sagt, ich habe jetzt Mode-Podcast zum Beispiel, weil wir das ja viel machen so. Ja, ja. Ich habe Modedesign studiert hier und da, ich habe mal das Design für den und den und dann, jetzt haben die einen Podcast. Ja, weißt du so? Bei euch ist halt so wirklich... Bei uns ist halt aus dem Nichts entstanden. Das ist Nico und Marlon im Endeffekt. Weißt du, wir quatschen so und das war so der erste Impuls und das ist immer noch. Und dann kriegst du halt aber durch diese Gäste auch, ne? Das ist auch nochmal, da hast du auch schon den einen oder anderen Gast geklärt so. Kriegst du halt diese anderen Impulse mit rein und das ist übelst nice. Und das ist dieser menschliche, lebendige Effekt einfach. Ja, genau. Das, was wir damit den Kulissen auch gebaut haben, wo die Leute hinten dran laufen und so in ein, zwei Spätis und so, wo wir Edessa und so. Safe, oder wo auch einfach die Leute hinten dran vorbeilaufen, wo ich immer gesagt habe, hier so diese
Scheibe und so, da laufen die Leute vorbei. Das sieht einfach gut aus, so, wenn da auch mal so ein bisschen Interaktion ist, Lebendigkeit und so. Und so ist es mit den Gästen ja auch so. Und deshalb war das, dieses Konzept stand ja auch schon von Anfang an. Ne? Ja, das haben wir safe gesagt. Wir haben gesagt, wir wollen immer eine Folge zu zweit machen und dann wieder mit einem Gast und dann wieder zu zweit. Ich habe echt sehr gezweifelt am Anfang, gerade in den ersten paar Folgen, dass wir es hinkriegen, dass wir wirklich alle zwei Wochen das schaffen, Gast auf die Beine zu stellen. Und wie war es dann? Und dann war es, muss ich echt sagen, auch wieder ab 24, also ich muss echt sagen, dass ab 24 echt viel lief so. Weil ab 24 war es so, dass wirklich uns kurz nach Silvester uns der erste Gast, den wir dann hatten, angeschrieben hat und auf Insta und gesagt hat, hey, ich feiere euren Stuff, ich will bei euch dabei sein, wie schaut's aus? Und jetzt muss ich schon sagen, dass gerade dieses Jahr bis zu 70-80% eigentlich die Leute uns geschrieben haben und gesagt haben, dass sie Bock haben. Ende 24, Alter, ja, noch alles kommt. So, das hat erst angefangen. Und irgendwann werdet ihr die Folge gucken, in zwei Jahren oder so, dann nächstes Jahr nur in der Zweijahresfolge. Dann werdet ihr denken, Alter, das haben wir haben so angefangen, wir haben so weitergemacht und jetzt guck mal. Und so. Safe. Das ist immer so, aber das ist die Consistency, man muss immer consistent bleiben. Und was halt auch wirklich so ist, was halt wirklich ein wichtiges Ding ist vom Podcast, ist halt wirklich, dass wir die Gäste beibehalten, weil wirklich jeder Gast so seine Leute mitbringt, die dann den Podcast schauen. Ein paar Leute folgen uns dann davon, weil die vielleicht uns feiern und dann auf Dauer dann auch treue Fans so auf denen bleiben. Was ich aber auch finde, ist, dass wir safe, vielleicht dieses Jahr, Ende dieses Jahres, auf jeden Fall nächstes Jahr mal ein bisschen aus Karlsruhe raus müssen und Gäste aus anderen Städten haben. Safe, aber das ist ja immer das Ding, so wie willst du es größer hinkriegen, größer machen so. Durch Connections, dann hast du mal einen Gast, der sagt, ey, ich hab einen Kollegen, der wohnt in Stuttgart, lass mal mit dem aufnehmen und. Okay. Ja, Stuttgart. Ich habe auch ein, zwei Kollegen in Stuttgart, können wir auf jeden Fall mal deswegen mit safe, dem Podcast. Dass man mal ein bisschen aus der Bubble Karlsruhe rauskommt. Lass so. Wir mal nach Berlin connecten, Jungs, wie sieht's aus, gehen wir mal ein paar Wochen nach Berlin. Ich schwör's, wir haben es schon drüber gehabt. Man könnte theoretisch auch einfach eine Woche Berlin machen und jeden Tag eine Folge aufnehmen und dann jede Woche eins releasen, das geht auch. Ja, safe. In Berlin kann ich euch genug fürs Mikro holen. Also das ist wichtig, weil dann hast du einen Kollegen in Berlin, mit dem nehmen wir auf, dann sehen dem seinen Berliner Kollegen das und dann hast du schon eine größere Reichweite. Ja, so müssen wir halt noch arbeiten. In ja, natürlich, Ding safe, so. Safe. Das ist so für mich. Business Talks im Podcast. Stopp. Cut. Nee, aber safe, ja, auf jeden Fall. Nochmal auf das Grundding zurückzukommen, so als Marcel dazu kam, viel mehr Gäste, Locations und so weiter und so fort. Und mit Leon, wie gesagt, finde ich auch mittlerweile ist das so qualitativ hochwertig. Also, ja, keine Ahnung, was schaut ihr euch für Podcasts an, Mann? Schaut Carter Talk endlich. Oh, der schaut Podcasts, die hört man, ne? Nee, also safe, Spaß. Das war jetzt, und das ist jetzt seit 3 Monaten? Ich bin immer spicy, so. Mit keine Leon? Ahnung, ja, so ein, ja, 2, 3 würde ich sagen, ja. So, passt ungefähr, weil das war damals in der Zeit, wo du Ding und so, dann warst du ja bei mir und dann. So, ja. In der Zeit habe ich gesagt, ey, keine Ahnung, ich weiß nicht, willst du überhaupt was bringen, aber so, ich bringe ihn mal mit und dann hat er direkt angefangen zu filmen und so eigentlich war er nur hinter den Kulissen mäßig. Ja, safe. Ja, es hat halt direkt auch auf menschlicher Ebene gepasst. Funktioniert, so, weil ja, ich glaube. Das meine ich auch. Weil ich glaube auch, dass klar, das, was sie uns bringt, sprich bessere Qualität von den Videos, geilere Perspektiven, also, wir etc. Wir bringen euch mehr als ihr uns. Yeah. Nee, stopp. Doch, safe. Ja, aber safe. Deutsch ist da. Aber allein da finde ich. Mehr als andersrum, ja. Allein da ist es so, finde ich, dass ein Podcast, der funktioniert, muss halt auch ein Team sein, das sich gut versteht. So. Und ich finde, es ist zwar ein quer durchwürfelter Haufen, so. Jeder ist irgendwie schon anders, aber im Endeffekt verstehen wir uns super, auch menschlich, und das ist extrem wichtig, Alter, dass das Ganze auch funktioniert so. Dass es vor der Aufnahme, nach der Aufnahme funktioniert so. Und das feiere ich auch extrem, weil wir haben nicht nur einen geilen Podcast, sondern also ich habe persönlich auch neue Kollegen so kennengelernt. Ich habe neue Kollegen jetzt in meinem Umkreis, mit denen ich auch privat gern abhänge. Und vom Tag kommt es ja auch nicht darauf an, wie unterschiedlich man ist, sondern dass man einfach korrekt ist miteinander. So. Und wenn man nicht korrekt ist, dann will auch keiner korrekt mit dir sein. So. Das ist ja eine Unterschiedlichkeit, wo setzt du den Punkt, wo du sagst, ich bin jetzt anders als du. So. Ja, ich finde, das Geile ist halt, was uns alle so ein bisschen verbindet, ist so, dass wir alle keine Drogen nehmen. Ja. Keiner von uns ist abhängig. Das ist Julius. Stay sober. Sowas. Say no to weed, say no to alcohol, say no to Nikotin. Das wird nicht gepiept. Tobago und Trinidad. Halt echt alle eine Sucht.
süchtig nach Liebe. Was meinst du? Soll ich aufzählen jetzt? Sucht nach Arbeit. Ja, genau. Sucht nach Geld. Ja, keine Ahnung, Mama, ich habe noch nie in meinem Leben Drogen genommen. I'm sorry, Mama. Vor allem nicht die Joints, die ich vor dir gerochen habe. Das waren immer nur Zigaretten. Chill mal, meine Mom guckt auch zu vielleicht. Hallo Mama von Leon. Heike, I love you. Ja, aber Leon ist Heike. Wirklich nüchtern. Leon trinkt nur ab und zu mal ein Wein. Heike. Der ist übel der Heike. Ehrenmann. Heike, der ist heute auch nicht gefahren, sondern der hinter der Kamera ist. Der ist heute gefahren. Jojo, weiter geht's, Leute. Ich wollte nur was checken, ob das geht. Lass mich mal auf mein Ich bin kein Profi, Bruder. Oh, es ist kalt. Auf jeden Fall mal an der Stelle einmal anstoßen. Ja, Mann. Auf Kater Talk. Auf Kater Talk. Team. Auf alle. Auf Kater Talk. Auf Kater Talk. Ein Jahr Kater Talk, Freunde. Ich hab dich nicht. Ist mir egal. Und mir nicht. Lass mich. Gott sei Dank wohne ich hier in der Nähe und kann immer heimlaufen nach dem ganzen Alkoholkonsum immer. Ja, wir alle wohnen in der Nähe. Ihr schlaft heute alle bei mir, dachte ich. Ja, natürlich. Außerhalb bei Leon, weil da fährt der Max, der Cousin hinter der Kamera, das ist der Ehrenmann. Max, sag ich nochmal, gell. Max, du bist ja so ein korrekter. Schlieb dich, Cousin. Besser. Hat auch schon Champions League Handball gespielt, der Bruder. Stark, Shoutouts geht raus. Shoutout Max, Bro. Ja, Mann. Bester Fahrer. Wie ich vorhin schon erwähnt habe, wir sind mitten in der EM-Zeit, Freunde. Mitten. Und ja, jetzt geht's am Freitag weiter mit Spanien gegen Deutschland und danach Portugal gegen Frankreich. Ganz kurz, was ist eure Tendenz so? Also was glaubt ihr, schaffen wir es? Schafft Deutschland so? Spanien macht es dieses Jahr. Glaubst du? Spanien ist zu krass dieses Jahr, ich sag dir ehrlich. Spanien ist sehr, sehr stark. Das fängt schon bei Jamal an und der ist erst 16, jetzt mal ohne Witz. Und so der ganz andere Kader ist noch nicht mal aufgezählt. So Jamal zerlegt Deutschland schon alleine. Aber Cap. Nee, okay, das ist Cap, Bro. Deutsch, das Ding ist, wer halt am Samstag gewinnt, gewinnt halt die EM. Ja, fix. So ja, halt. Da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Spanien, ja. Deutschland ist eigentlich Finale, sag ich dir ehrlich. Weil das sind bis dato... Weil Deutschland ist brutal. Musiala ist brutal. Digga, und so. Bis jetzt ist es wirklich Fakt so, dass die einzigen zwei Mannschaften, die wirklich abgeliefert haben, Spanien und Deutschland. Und es ist extrem schade, dass es jetzt schon im Viertelfinale soweit ist, dass die beiden Teams gegeneinander spielen. Aber meine Tendenz ist, dass wir weiterkommen. Es ist extrem schwierig, weil halt wirklich beide Teams extrem stark sind. Aber ich glaube, ich glaube einfach daran, dass wir diesen Heimvorteil nutzen und dass wir da uns da reinkämpfen. Ich glaube auch nicht, dass Deutschland da jetzt irgendwie denkt, das wird ein Selbstläufer und nur weil wir daheim sind, machen wir das. Ich glaube, die kämpfen sich da böse rein. Ich glaube, beide Teams haben übelst Respekt voreinander. Aber ich glaube, Spanien hat noch mal ein bisschen mehr Respekt. Und ich glaube, die ziehen sich erstmal ein bisschen zurück und lassen Deutschland machen. Und ich sage so, wir werden das nutzen. Das glaube ich nicht, ehrlich gesagt. Ich glaube, Spanien wird trotzdem so Ballbesitz. Ich glaube, die brauchen ein bisschen, weil es ist noch ein echt junges Team so. Die haben so in der Konstellation auch noch nicht so viele Dinger zusammengespielt. Klar, die sind brutal stark und ich habe davor in der EM-Folge auch gesagt, ich mag Spanien als Zweitmeistes eigentlich so. Ich habe dort gewohnt und so, ich feiere die Mannschaft krank. Und du lässt dir auch gerne Spanisch geben. Ganz kurz, wisst ihr das? Wisst ihr das, was Spanisch geben ist? Also französischer Blowjob und Spanisch ist Tittenfick, Digga. Geil, echt? Ach, echt? Piep, ach, echt? Das ist mein Spanisch. Direkt geil geschrieben. Hey, machst du immer nur Französisch? Kannst du es mir Spanisch machen? Weiß ich nicht. Und wenn die sagt, was ist das, dann sagst du Google mal, Cousin. Nimm das wieder, Leon. Ja, hier, ja. Nimm deinen Mic. So. Danke. Nicht so böse, Mann. Sorry. Nee. Aber also ich geb kurz meinen Tipp ab. Und zwar, das wird ein 2-0, Mann. Für Deutschland. Für Deutschland, ja. Ich sag 2-1. Ja, klassisches 2-1. Ich glaube, das wird ein 1-0 von Deutschland recht früh. Dann wird sich Spanien schwer tun. In der 60. kommen sie dann, machen es 1-1 und wir in der 75. Boah, das ist ein geiles Spiel, Digga. Ich sag Verlängerung sogar. Bist du Typico oder was? Alter? Echt? Unentschieden? 1-1 und dann Verlängerung macht Deutschland 2-1. Okay. Könnte auch sein, ja. Was sagst du? Das ist crazy call. Mit 2-1 würde ich mitgehen, aber ich habe irgendwie das Gefühl, 2-1, Spanien macht das erste Tor. Ja. Okay. Dann sind wir mies so, fuck, vamos. Rapido und ja, also erst die letzten 10 machen Minuten, 20 Minuten, Bro. Ja, die letzten 10, 20 Minuten erst mal schön geredet, werden, wirklich. So oder so ähnlich. Ja. Was ist dein Tipp? Guess. Ich habe gar keinen Tipp, ich sag dir ehrlich, weil so, ich sag, oh, der jetzt am Samstag gewinnt, ist es Samstag, ja, der macht die ganze Freitag, EM. Freitag, der macht die ganze WM. WM? Ja, ja, die Folge kommt eh erst wieder danach raus, gell?
klar. Und das ist immer noch meine Meinung, aber wer davon gewinnt, kann ich dir echt nicht sagen, weil ich sag dir ehrlich, das ist bei den Mannschaften, für mich ist das einfach ein Finale. So. Safe. Eigentlich dachte ich Portugal. Ja. Okay, Portugal. Ich habe richtig Angst vor dem Finale Deutschland gegen Türkei. Ja, ich glaube, das ist der Call. Ganz kurz. Das ist der Call, das ist mein Call, das sage ich im Voraus. EM-Finale Türkei, Deutschland. Bro, imagine. Das wäre so geil. Oder die werden umgebracht. Weißt du, was der Wirtschaft durch die Lappen geht an dem Tag? Türkei, ja? Champion! Oh, da stehen alle Dönerspieße auf Null an dem Tag. Alle deutsche Wirtschaft macht den hier. Das ist gar nicht, Bruder. Nee, aber das ist mein Call. Nee, ist ja schon ein geiles Finale. Deutschland-Türkei. Deutschland-Türkei. Das ist unnormal geil, ohne Witz. Aber danach darf sich dann keiner hauen. Da müssen sich dann alle in den Arm liegen und sagen, ja, Erster und Zweiter und so. Ich sag Deutschland-Niederlande. Deutschland-Niederlande. Ich hab auch Deutschland-Niederlande gesagt. Ich sag dir ehrlich, so Niederlande ist auch krass. Die sind auch geil, die feiere ich auch so. Ich dachte eigentlich sogar echt England-Spanien, aber England hat so eine Champions-League-Mannschaft und ist einfach so gefickt. Digga, England macht gar nichts, Mann. Wenn du Glück hast bei Dings, wie heißt es? FIFA bei Päckchen ziehen, da ist einfach England-Mannschaft und die machen einfach gar nichts sicher. Ja, safe. Richtig Trash, England. Also was, wirklich. Was glaubt ihr jetzt? Portugal, Frankreich? Macht's Frankreich? Frankreich safe. Allee, der Bleu. Ganz ehrlich, die letzten zwei Spiele, die wir uns. War nicht gut von Frankreich. Digga, die haben ein Elfmetertor geschossen und zwei Elfmetertore. Eigentlich. Ah, ja, okay. Also ja, Frankreich wirklich sehr schade, finde ich bisher. Portugal sehr schade, England sehr schade. So. Die haben alle nicht abgeliefert mit so Mannschaften. Ich finde, Portugal geht sogar. Ey, Digga, das war jetzt auch schlimm, Digga, das letzte Spiel. Gut. Sie waren nicht gut, aber Slowenien hat es denen auch schon hart gemacht, muss man schon sagen. Also die verteidigen halt wie eine Mauer so. Ja, ja. Von daher fand ich es jetzt nicht mal so schlimm. Aber das ist das Geile, wenn dann mal die Favoriten so gegeneinander spielen, die halt beide nicht nur mauern, sondern halt beide spielen halt wollen. Ja, jetzt kommen echt die geilen Spiele. Und was ich noch zu Portugal sagen muss, ich bin der größte Cristiano-Fan so, aber Marcel, kurz Schnauze halten. Es ist die Zeit, dass Ronaldo in Rente gehen sollte. Ey, spielen in Arabien noch ein bisschen so, aber ich finde, man hat wirklich gemerkt, beim letzten Spiel hat man leider echt gesehen auch, dass er alt ist. Die Sprungkraft ist nicht mehr das, was es mal war. Die Einschätzung vom Ball ist es nicht mehr. Ja, es waren so viele Flanken, wo Ronaldo wirklich safe 3 Tore gemacht hat im letzten auch mal Spiel. Auch zu viel, Mann, haben sie gesagt. Und zu viel. Er wollte zu viel. Also man hat es ja gemerkt, er wollte jeden Freistoß und dann macht er am Ende den Elfmeter und verschießt, Digga, und heult dann so. Das ist ein gebrochener Mann und er sollte es einsehen, finde ich, als größter Ronaldo-Fan, er sollte es einsehen, dass jetzt halt die Zeit dann gut ist. So. Ich finde es immer noch verschickt, dass der Trainer trotzdem auf Ronaldo zählt und sagt, ey, der Kapitän spielt von Anfang an, weil ich glaube, er sollte den jungen Leuten auf jeden Fall Platz machen, dass dabei Portugal auch der Umbruch komplett stattfinden kann, weil das ist kein Umbruch, wenn dann Ronaldo immer noch von Anfang an spielt und die jungen Spieler sich auf der Bank denken. Ey, sorry, aber... Was macht der Opa da? Aber das ist das Ding, Digga, Pepe ist noch älter, glaube ich, oder? Ja. Und der hält den Rekord für den ältesten EM-Spieler, glaube ich. Ja. Gefährliches Halbwissen. Deswegen glaube ich, dass Ronaldo halt Bock hat, den Rekord zu brechen und dann noch dranhängt. Ja, safe. Aber das dazu, ich glaube, Ronaldo wird auch... Spielt doch auch noch gerade, oder? Ja, genau. Also, ja, genau. Und deswegen muss Ronaldo eine EM mehr... Nee, dass Ronaldo dann nächste EM wieder spielt, so. Ja, und Pepe dann... 39, denkst du, er spielt mit 43 nochmal auf EM. Safe. Niemals wird der überhaupt gewinnen. Nee, ich sag so, Achtung, genau, er wird genau, was du sagst. Ronaldo, wer im Team ist und wer nicht. Ja, durch das, dass er Cristiano Ronaldo ist, wird Portugal halt gar kein Recht haben zu sagen, nein, du bleibst heute aus dem Kader draußen, diese EM. Wenn es nach Ronaldo geht, wird er die nächste EM spielen. Aber ich glaube nicht, dass er die nächste EM spielen wird, so. Und... ja, Mann, ich glaube nicht, dass Portugal da jetzt nochmal viel reißen wird. Ich glaube, dass Ronaldo tatsächlich ohne Tor aus der EM gehen wird. Und ich glaube auch, dass Frankreich. Hat er noch keins geschossen? Elfer gemacht, oder? Ja, das zählt aber nicht als Tor so. Das ist kein normales Tor. Nee. Und ich. Also, Elfmeter schießen die Elfmeter. Jungs, ich habe Handball, Fußball, Basketball gespielt. Ich kenne mich ganz aus. Aber ich glaube auch, dass Frankreich das gegen Portugal ziehen wird. Was sind die anderen Spiele dann nochmal? Türkei gegen Niederlande. Niederlande. Und Schweiz und ich glaub, gegen England. Ich glaube, Schweiz-England wird England weiterkommen und ich sage Holland gegen Türkei. Ich glaube, die Schweiz kickt England. Schweiz kickt England. Ja, nach Turnierverlauf würde ich das auch sagen, aber irgendwie glaube ich die ganze Zeit, dass England irgendwann... Die müssen doch jetzt mal... Ich glaube, das passiert nicht. Ich glaube nicht, dass das passiert. Die albanischen Brüder bei Schweiz. Ich habe beim letzten Spiel schon gedacht, da ist es durchgemogelt. Da ist schon bodenlos gewesen. Also ich glaube, die Schweiz kickt England jetzt spätestens.
Und Niederlande gegen Schweiz dann. Ja, Niederlande. Also glaubst du, dass Niederlande gegen Türkei gewinnt? Ja. Ich glaube, Türkei gewinnt gegen Niederlande. Orange. Türkei ist halt mental sehr stark auf jeden Fall. Ja, ja. Deswegen. Weil Türkei, Niederlande. Das ist wie Heim. Das ist die Heim-EM. Das ist wie eine Heim-EM. Weil ganz echt, die Kommentatoren sagen es auch immer so: die Türken sind so im Vorteil, was die Fans angeht. Und genau deswegen glaube ich, dass die Türkei im EM-Finale steht mit Deutschland. Ich muss sagen, am Anfang. Schon fast 50-50 ja, aber stell dir vor, dann haben wir Nachteil, ne? Bei Österreich-Spiel waren es sogar fast mehr Österreicher als Türken. Ja, aber in Berlin, das musst du dir mal geben. Am Anfang hat es mich übel abgefuckt, dass die Türken so gefeiert haben nach dem ersten Gruppenspiel oder so. Ja, aber mittlerweile finde ich es geil. Ja, also jetzt ist ja auch gerechtfertigt, irgendwie, wenn du ins Viertelfinale kommst und sowas. Ey, aber ich finde es so geil, Digga. Ich sag, das ganze ist stolz. Europaplatz ist voll. Ganze, das ist stolz, alles ist voll mit, ja, Mann. Das ist einfach stolz. Ja, die haben noch nicht wieder das Thema, seit bitte. Der Vorrunde, wenn nee, die, gewonnen, nee, die haben national, die haben Nationalstolz auf Flagge haben mein Audi extrem so. Und deswegen, ja. Eine Seite Deutschland, eine Seite Türkei-Flagge machst du so an deinem ich jetzt? Auto. Ja, ja, hast du dabei? Ja. Warum bei Edessa später? Ja, Mann. Bis dazu. An der Stelle wären wir ziemlich am Endprogramm. Ja, Mann. Ich hab gar keine Uhr gestellt, Alter. Wo sind wir überhaupt? Ey, wir haben noch, wir haben noch. Yes, Sir. Endprogramm, Freunde. Und zwar Song der Woche. Habt ihr euch was überlegt? Regie darf anfangen diesmal. Boah, ich muss auch kurz nochmal schauen. Ja. Wir alle. Muss ich da Lieder wählen, wo ich weiß, die werden euch gefallen? Oder auch sowas, den, nee, du am meisten gehört hast diese Woche einfach. So, wo du sagst, diese Woche, das ist mein Song der Woche und am besten ist er auf Spotify wegen der Playlist. Mhm. Okay, dann fange ich mal an. Ich habe einen Rapper entdeckt die letzten ein, zwei Wochen. Der heißt La Cassette. Der kommt aus Berlin. Der sieht jung aus, aber ich glaube, das ist wie bei mir. Der sieht einfach nur jung aus. Der ist älter, als er aussieht. Und bei mir sind es eigentlich schon zwei Songs von dem, also AZR oder H&K. Das sind beide sehr krass. Ich würde eher sogar zu H&K tendieren. Shoutout La Cassette auf jeden Fall. Geisteskrank. Der gibt Deutschland Schulterklopfer auf jeden Fall. Zum Glück musst du schneiden und nicht ich. Zum Glück, Bro, zum Glück. Wow, ja, aber nee, aber krasser, sehr, sehr krasser Rapper auf jeden Fall aus Berlin, der gerade upcoming ist. Auf Instagram hat er gerade mal 6.000, 7.000 Follower und seine Videos jetzt schon über 100.000 Aufrufe und so, also wirklich crazy, der startet gerade richtig durch. Krasser Flow, krasse Rhymes. Also ich dachte selber nicht, dass ich mal als Song der Woche einen deutschen Song nehme. Hätte ich auch null erwartet jetzt von dir. Ja, geisteskrank, wirklich geisteskrank. Weil du bist so auf dem Ami-Film, Digga. Ich bin so unnormal auf dem Ami-Film. Du hast Deutsch aber eigentlich. Also ich ich höre nur Ami-Rap eigentlich, so muss man dazu sagen. Aber wenn ich mal einen deutschen Rapper sage, dann check den auf jeden Fall lieber mal aus. Yes, Sir. Dann mache ich weiter. Und zwar diesmal auch ein Deutsch-Rap-Track. Oh, das wird eine deutsche Welle heute. Und zwar, einer der wenigen Artists in Deutschland, die ich wirklich immer feiere, und das ist Marco. Marco finde ich immer cool. Der ist super authentisch, macht geile Stimme, geile Tracks. Ich finde, er hat immer einen geilen Vibe in den Tracks. Mit Lucid Beats. Auch immer geil, also ich habe den durch UFO kennengelernt, ich glaube UFO war der erste, so, wo den so ein bisschen groß gemacht hat in Deutschland. Also ich bin da nicht so tief in der Bubble, ich glaube so. Ich kenne ihn auch seitdem auf jeden Fall. Der Track heißt Zickzack, sehr, sehr nice, der ist, glaube ich, vor 2 oder 3 Wochen rausgekommen. Beat gefällt mir sehr gut, Marco gefällt mir sowieso immer gut und ja, Mann, den habe ich sehr gefeiert. Deswegen hau ich den in die Playlist, Freunde. Yes, starker Song. Übel, safe. Ich gehe mit Pashanim vom neuen Album und zwar mit GTA. Hat er echt ein Album gedroppt? Haben noch nichts. Album Mixtape, ich weiß gerade gar nicht, aber ich glaube Album Lesson war das Friday, sogar offiziell. Nee, vor 2 Wochen auch schon oder 3. Da wo Mittelmeer drauf war. Ja. Krass, einfach nichts gehört. Digga, geisteskrank. Ich habe das unaktuell bei Deutschland. Ich habe das gehört, das Album, und ich fand es am Anfang nicht nice irgendwie. Aber umso öfter ich es gehört habe, umso mehr Tracks haben sich so rauskristallisiert. Okay, nice. Und jetzt so GTA ist, halt so ist, glaube ich, bei mir so hab mit noch gar am besten. Ich habe noch gar nichts davon gehört. Pascha ist halt so ein Single-Wonder eigentlich immer. Der macht immer eine Single und die ist geisteskrank und die geht übel durch die Decke. Ja, übel, genau. Und deswegen dachte ich auch, deswegen war ich erst enttäuscht vom Album. Aber wenn man sich so Zeit nimmt, so, dann sind da schon ein paar Banger drauf. Also auch die noch nicht released waren. So. Junge, wie krass ist der durch die Decke gegangen. 5,6 Millionen monatliche Hörer. Das ist crazy, Digga. Nur mit Airwaves angefangen hat. Zu hören, Bruder, was die da noch für Plays hatten. Geistkrank. 34 Millionen Plays auf einem Track, den ich nicht mal kenne, der im Mittelmeer ist. Was hat Digga, der ist crazy, Mann. Wie kennst du den nicht? Kenn ich auch nicht. Wie gesagt, guck, und dann sind wir wieder bei Deutschrap. Der ist geil. Deswegen ja, okay. So Mittelmeer. Was hat Airwaves?
Ja, das sehe ich nicht. Digga, safe das über 100 Millionen. Nicht sein ein Song. Digga, Sommergewitter ja, ja. 202 Millionen. Ja, ja. Das Sommergewitter ist auch krank einfach. Nee, das muss man steht halt, also der hat halt hier so seine Top 5. Ja, guck mal, da letztes Airwaves, das pinke. Nee, das ist Sommergewitter, Bruder. Ach so. Ja, das, und am PC siehst du nur alle, aber das Airwaves hat bestimmt mehr. Kann ich mir vorstellen. An der Stelle aber noch, tatsächlich, wenn die Folge rauskommt, dann wird tatsächlich mein erster Track auf Spotify auf sein. Hey. Ja, ist okay, geil. Okay, voll unerwartet eigentlich so. Nichts ja, übel, Digga. Hä? Ich rede gar nicht mehr mit mir. Hast du einen Distributor? Was hast du für einen Distributor? Ich hab mit einem Kollegen von der Uni einen Track gemacht. Also der hat mir so einen Open Part geschickt. Und dann habe ich da recorded drauf und dann hat er Mix Master gemacht und alles und irgendwie hat sich das so ein bisschen verlaufen ja, dann. Deutsch Trap. Ja, ja, Deutsch, oh, Deutsch. Und jetzt dann vor, weiß nicht, vor zwei Wochen oder so, hat er mich nochmal angeschrieben, so ey, wie sieht's aus, wollen wir den raushauen? Und jetzt, ich glaube, nächsten Freitag, also wenn die Folge draußen ist, müsste es dann der letzte Freitag gewesen sein. Oder irgendwie so, auf jeden Fall sollte er draußen sein. Guckt's euch an, hört euch an. Need for Speed. Checkt's Need ab. For Speed. Video kommt von Elias. Das haben wir schon geklärt, ne? Genau. Mit was? Haben wir nicht. Ich hab gesagt, Video kommt von mir. Bei Haus selbst. Kommt kein Video, glaube ich. Bei Haus aber. Also, ja. Ja, Mann, das wollte ich loswerden noch. Gut, stark. Nice. Dann mache ich weiter mit meinem Song der Woche. Und zwar, weil wir vor einem Jahr Carter Talk gestartet haben. Mhm. Und da Pink Tape rauskam. Crazy. Von Uzi. Yes, sir. Oh, shit. Habe ich mir ein bisschen das Tape wieder reingezogen, das Album. Und es ist... underrated auch, aber Uzi safe war underrated. 2015 safe. Bis 2017 immer noch Pink. Crazy. Prime. Ja, natürlich ja, krasser Safe. Als Seele verkauft hat, ne? An der ja, Werbe. Geht. Aber es ist Nakamura geworden. Mhm, okay, okay. Fühl ich. Starker Track ist bei mir beim ersten 10 Mal hören wahrscheinlich voll untergegangen so von dem Album. Aber jetzt so, nach einem Jahr, sehr, sehr starker Track. Zieht ihn euch auf jeden Fall rein. Sehr, sehr nice. Yes. Geil. Voll, voll, voll abwechselnd, vielleicht, dass von dir mal kein Deutschrap ja, kommt. Alle Deutschrap ja. Und ich einfach so, mit Ami. Marcel, Alter, genau. Crazy. Also, crazy. Ihr merkt sogar, ich merke nicht mal, wenn Pascha ein Album gedroppt hat und das ist wirklich so ein Artist, den man eigentlich Record halten muss, wenn man diese Musikrichtung hört. Safe. Ja, deswegen, also so. Auf jeden aber Fall. Ich habe wirklich nur, ich habe nicht viel recognized, sowas, was Deutschrap angeht, außer so die Euroduck Releases, Shoutout Euro, Habibi. Und sonst. Echt nur diesen Lacazette, aber Lacazette ist crazy, sag ich dir wie es ist, also wirklich verrückt. Wie findest, Ryan, wie findest du Chiago nochmal kurz? Mhm. Oha, Agu, der arme Digga. Ikimel? Der hat Ikimel, Fußballschuhe ja. Im Club besorgt. Wie heißt die? Easy. Hä, hey, nehmen wir gerade noch auf? Ey Jungs, wir müssen noch hier kurz fertig machen. Lass noch kurz. Wir haben echt. Okay, Freunde, komm, es tut mir leid. Wir müssen so viel wer piepen. Mich kennt, wusste schon, in welche Genre es fallen wird. Es ist leider Amapiano. Schlager? Für dich, Marcel. Schlager? Warum sagst du leider? Es ist Helene geil. Fischer mit Atemlos durch die Nacht, Freunde. Nein, Spaß. Ich dachte, das hätten wir nicht in die Playlist. Es ist Mine for the Night von Major League DJs und Wiz fucking Khalifa. Dieser oh, nice, Black and okay. Yellow, ihr kennt noch von 2012. Der ist es. Ja, der lebt hast auch du noch. Nicht in der Story jetzt gestern sogar? Das war bestimmt schon ein, zwei Mal in der Story, ja. Verrückte Scheide. Aber immer anderer Ausschnitt, aber das fällt dir gar nicht auf. Weil du siehst nur Amapiano und dann hatest du direkt. Ja. Marcel ist so ein richtiger Prinziptyp, so. Das der ist ein fucking Bonzer, ja, ja, der tut wirklich das Prinzip, er Dinge hassen. Ja, so. Ja, Menschen, aus wie, der sieht gerade aus wie Menschen, so ein UK-Rapper halt. Auch, gell? Ja. Komplett, Digga, ist schon shit. Central G ist der. Nicht C, sondern G. G, gar nicht G. G. Nee. G für G. Central Rice. Central G. Central Rice, Digga, shit. Rice for the night. Central Corner. Ja, wir müssen schon so viel piepen, weil ich gerade Chiago und Iki. Ja, das ist gut. Digga, ich komme und plötzlich nur so. Piep, alles piep. Ja, man, dann nochmal kurz sammeln. Yes. Okay. Und zwar. Highlight der Woche, Freunde. Marcel, du darfst anfangen. Was war dein Highlight der letzten Woche? Definitiv die Verlobung von Nikita und Göstin. Big love an meine Kuss. Babes. Kuss. Da ist man stark. War nicht da, aber war cool. Mein Highlight der Woche war auf jeden Fall der Samstag, wo Deutschland gewonnen hat. Vogelbräu war ein geiler Abend, so hat sehr Bock gemacht. Und ja, Mann, das ist mein Highlight der Woche. Schließe ich mich komplett an. Deutschland spielt auf jeden Fall. Meine Schwester war da, die mal wieder gesehen. Die sehe ich auch gefühlt nur viermal im Jahr irgendwie.
Ja, weiß. Doch, ja, da gehe ich mit. Schön. Oh. Bei mir war es der Freitag, Martins Geburtstag, gell, nochmal Kuss. Hat sehr, sehr Bock gemacht, war sehr geil. Ja, schön. Samstag war natürlich auch cool, Deutschland gewinnt, aber der Freitag hat übertrumpft. Okay, ja, nice. Tatsächlich. Okay. Bei dir? Also bei mir war es auch der Samstag, auch weil Deutschland spielt, war cool. Ich war in Freiburg und dann war ich noch auf cooler Party mit einer meiner Freundinnen, Maya, die endlich aus Marokko, die endlich aus Marokko ist. Ich habe so geredet wie ein Löwe, meiner Freundinnen. Wie ein Löwe, Bruder. Du bist ein Mann. Du Männlichkeit, du Bro. Du riechst gut, Bro. Du bist so ein Mann, Bro. Watch me, Bruder, das macht Sense, okay? Du guckst an und dann... Egal, Maya hat zerrissen in diesem scheiß Club in Freiburg. Eine seiner Freundinnen, Bro. Eventuell auch mal Gast im Kader Talk, schauen wir mal. Ja, eventuell ist auch schon gebucht. Problem ist nur, dass ein bisschen Distanz ist dazwischen. Weil wir, also ich helfe ihr umziehen am Wochenende, Mann. Ja, wir haben jetzt eh... Berlin, Bro. Wir haben jetzt eh Pause, ganz kurz. Ja, wenn wir diese Berlin-Woche haben, kommt auch. Die Folge nicht erst nach der Pause? Nee, die kommt jetzt noch. Muss also schaffen. Genau. Hallo? Hallo. Also muss jetzt auch ein bisschen Pause war dann falsch, glaube ich. Ne? Also ab dem Moment, wo ihr die Folge seht, haben wir Minimum 2 bis 3 Wochen Pause. Und dann schauen wir, wie es weitergeht. Jetzt das gute Wetter genießen, ihr wisst doch. Ob es weitergeht, Freunde. Yes, und ob es weitergeht. Yes, Sir. Dann kommt der Check morgen raus von mir, glaube ich. Okay, morgen. Ja. Need for Speed. Supportet trotzdem. Morgen, also Donnerstag auf Freitag, ja? Ja, das ist meine Story, ich werde es reposten, solange der Juni nicht Donnerstag, Freitag. So jemand wie ich ist in der Musikindustrie aktiv, gell? Der weiß nicht mal, wann Release in Deutschland ist. Oder gehst du DJ Dexter, weil dem seine Firma ist DJ Musik. DJ Musik? Gut, und an der Stelle. Dexter, Bro. An der Stelle bin ich wieder raus. Reicht's auch wieder. Wir sehen uns nächstes Jahr. Hoffentlich erst zum nächsten Mal wieder. Oha, nee. Nee, also wie gesagt, Pause 2 bis 3 Wochen, vielleicht auch 4 Wochen. Wir schauen mal, wie es läuft. Und ja, Mann, vielen Dank. War eine geile Folge. Hat mir sehr Bock gemacht, mit euch allen mal zusammen hier zu sitzen und ein bisschen zu quatschen. Ja, und nochmal danke von Herzen, gell? Ihr seid die Besten. Und danke, danke. Ihr seid die Hälfte, besten, wenn nicht weniger. Danke an alle Gäste. Weniger. Auf jeden Fall. Weniger. An alle Leute, die zuschauen, an alle Leute, die zuhören. Und ja, Mann. Auch klar, von alle Fans, alle Gäste. Shoutout Chiago und die Kimmel. Haut rein, gell? Und auch an Schoki. Dann bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss. Tschüss. Adios. Ciao.